Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spyro, hier aus dem Dragon. Ja, oh. Wieder ein angenehmer Teil, also den zweiten Teil mochte ich nicht so sonderlich. Zumal da auch dieser komische Glitch war. Ich verzeih den Machern immer noch nicht. Nein. Nein. Ja, aber heute geht's auf jeden Fall zu Shilas Alm. Dann würde ich sagen, geht's wieder zurück zu dem anderen Level. Eben kurz den Rest machen. Weil da war ja auch irgendwie so ein Shida-Level. Nochmal danke, Spyro. Mhm. Jetzt muss ich herausfinden, was die böse Zauberin mit meiner Heimat gemacht hat. Hi, Shila. Während du weg warst, haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Okay, dann sag mal. Naja, wir sind jetzt hier kein Drache. Wir können kein Feuer spucken. Haha. Folge Bobby und Pete mit deinem Luftsprung darauf. Das ist einfach. Drück an der Spitze deines Sprungs nochmal Sprung. Okay. Ah. Folge Bobby und Pete mit deinem... Okay. Dann ist der schon mal weg. Okay, die kann auch so diesen Kopfstoß... Oh. Der sieht aber schon mies aus. Wenn die jemanden schlägt. Mit einem Doppelsprung kannst du auch steile Klippen wie diese erklimmen. Drücke Sprung einmal und dann nochmal, wenn du wieder auf den Boden aufkommst. Für einen Doppelsprung. Sobald du das gemeistert hast, kannst du alles erreichen. Okay, Sprung und sobald wir auf dem Boden sind... Ah. Da ist ein Känguru, ne? Hier gibt's Sinn. Und da habe ich was gesehen. Okay. Funktioniert. Einwandfrei. Ah, endlich wieder zu Hause. Hier, ich wollte Omelette daraus machen, aber du kannst es besser gebrauchen. Ruby. Hi. Oh, die können nicht. Ruby hat dich adoptiert. Viel Spaß. Ah. Wenn sie alles vergisst. Was ist das denn? Kommen wir rüber? Ja. Hätte zu Beginn gehabt. Okay, die Steine kann man auch kaputt machen. Ich halte hier ein bisschen. Können wir auch schwimmen? Tatsächlich. Wir merken uns, Kängurus können auch schwimmen. Als wir das letzte Mal an diesem Elch vorbei wollten, hat er Billy durch eine Wand gehauen. Also warten wir hier, bis du mit dem fertig bist. Als wir das letzte Mal an diesem Elch vorbei wollten, hat er Billy durch eine Wand gehauen. Also warten wir hier, bis du mit ihm fertig bist. Okay, das ist genau dasselbe. Kommen wir da hoch? Okay, da ist nichts. Moin, 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 moin. Moin, 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 moin. So, weg, weg, weg. Oh, nicht getroffen. Ärgerlich. Ja, das trifft er jetzt aber. Schweinerei. Der Supersprung hat er wohl langsam. So, bitteschön. Hey, Shila, Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus, okay? Ich muss mich an ihm rächen, weil er mich von der Klippe gestoßen hat. Ja, wenn es nur das war. Jenny!
Sieht aber nicht aus wie ein Jenny. Und tschüss. Ah, da kommt noch mehr raus. Okay, so geht das nicht. Dann machen wir das. So. Ach, da drüben ist noch mehr. Jo, jo, jo. Ganz ruhig, ganz ruhig. Und bam. Die Schlümpfe sind außer Haus. Au. Tschüss, Vieh. Tschüss, Vogel. Gut, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Okay, so können wir aufschlagen, so können wir die Kamera zentrieren, das ist sehr schön zu wissen. So, ab dem dritten Spiel sollte man dann auch wissen, wie man die Kamera zentriert. Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und bam. So, komm, nimm den auch noch mit. Danke für die Hilfe, Sheila. Bitte. Nimm dieses Ei, das ich in meinem Haus gefunden habe. So, Nan. Nani? Hatta. Ayayta. Wenn du vergisst, wie du einen Charakter oder ein Fahrzeug steuerst, ruf das Pausemenü auf und wähle Steuerung. Okay. Danke für den Hinweis. So, zum Schluss. Oh nein, wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Jetzt sollte er drüben hin. Okay. Ich glaube, wir haben hier alles erreicht. Stampfzielübungen. Okay. Meine Trophäe. Ist gut. So, wie viel Zeit haben wir noch? 8:28. Oh. Geschichte. Ja, natürlich. Pass auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Ich hab dich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Oh, oh, ja. Danke. Aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier rauf. Auf. Das war jetzt ja auch so schlimm. Und jetzt rennst du. Komm nach der Hexenschule wieder, okay? Hey, bilde ich mir das ein oder ist sie süß, wenn sie wütend ist? Ah, wo die Liebe hinfällt. Zwei Idioten. Ja, ich glaube, das können wir doch eben schnell machen. Das eine Level hat jetzt 8 Minuten gedauert. Mein Gott. Nehmen wir eben das Bonuslevel ab. Also zack, 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 durch. Brauchen ja nicht viel machen. Ja, das hatten wir ja schon beim ersten Mal erledigt. Und dann würde ich sagen, geht's weiter ins komische Tiki-Land. Glaube ich, war das, oder? Ah, ne, da oben war noch ein anderes Tor. Okay, das bringt nichts, die zu verprügeln.
Gibt keinen Bonus oder sonst was. Finde ich ein bisschen schade. Aber die Gesichter sind immer doch geil. Ich mag das Gesicht. Entschuldigung, so viel Zeit musste sein. Ich finde das Gesicht immer ganz lieb. Ah, jetzt ist das Tor offen. Sehr schön. Hey, Spyro, perfekt durchgeflogen. Überall sind Rhinoxe. Vielleicht finde ich auf der Spitze dieses Turms ein bisschen Ruhe und Frieden. Echt jetzt? Du willst Ruhe und Frieden haben? Ich habe meine Liebste verloren. Marco. Sie wird von bösen Rhinoxen auf der Spitze dieses Turms bewacht. Okay. Kannst du sie für mich retten? Ah, warum nicht, wenn es unbedingt sein muss? Blabiblub. Wir sind die Helden. Oh. Oh, okay. Ich dachte, da geht es instant nach unten. So, für den. Tschüss, Ross. Hab ich mir doch gedacht. Mir geht nichts. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe mir, dass ich jetzt damit kein Eigentor geschossen habe. Falls ich irgendwie was übersehen sollte. Rüber auf die andere Platte. Sehr schön. Oh, hat er Aua gemacht. Bam. In die Ecke. Schäme dich. Weg, weg. Haben die Mädchen Stimmen? Oh. Ich wollte eigentlich runterfallen. Mein Gott. Ah, ich weiß, ich bin egoistisch. Das ist nicht nur meiner. Tschüss. Ich kling irgendwie nach Mädchen. Die schummelt. Oh, der ist weit geflogen. Tschüss, Frosch. Zack, zack. Wir verprügeln sie alle. Okay, wie geht's hier weiter? Da geht's weiter. Rapunzel. Ich habe eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Das gibt's da? Lucy. Ich bin die Lucy. So, 6 von 6. Aber uns fehlen ein paar Juwelen. Das sieht aus, als könnte man da hinten hin, oder? Unten? Total unten, Juwel. Ah. Okay. Aber irgendwas fehlt da noch. So, steht da noch einer. Spark sagt da. Spark sagt da. Ah. Spark sagt da. Ja, ich sehe alles. Ich sehe alles. Oh. Ach, mit Spyro habe ich was vergessen. Da unten.
Ah. Perfekt. So, Level verlassen, verlassen. Wir hätten natürlich auch durchs Tor gehen können und durchs Portal, aber hey, so viel Zeit haben wir nicht. Ah, schön, 100 Juwelen. Finde ich gut. Tiki, tiki. Ha. Tiki, tiki. Was? Nein, okay. Was? Das nächste da drüben, ne? Wolkentürme. Dann gehen wir in die Wolkentürme. So viel Zeit haben wir noch. Die Rinoxe haben den Wolkengenerator abgeschaltet. Oh. Vielleicht sehe ich nie wieder einen Regenbogen. Das wär natürlich traurig. Das können wir nicht zulassen. Was bist du denn? Achso. Ich denke, das wird Till reichen. Okay. Wenn meine Flügel so stark wären wie deine, könnte ich leicht hier rüber gleiten. Okay, Cyrus. Die sehen irgendwie alle aus wie Opernsänger. Wie hießen die denn noch? Diese Operntanten. Ich habe keine Ahnung. Sanft gelandet. Die Metallrüstungen, die diese Gegner tragen, schützen sie vor deinen Drachenflammen. Wenn du Stürmen gedrückt hältst, kannst du sie mit deinem Sturmangriff besiegen. Ja, wäre nett, wenn man sowas dann wieder Feuer abfährt, wie bei dem anderen. Dass man die Großen mit Feuer besiegen kann und die Kleinen mit dem Schild. Aber hey, ist ja nur meine Meinung. Als ob ich das Spiel verbessern wollen würde. Ey, komm. Oh, okay. Weil die macht kein Damage. Die pustet uns schon weg. Und wir haben ein Ei gefunden. Stephanie! Du sahst schon ein bisschen nach der Stephanie aus. Wenn ich ehrlich bin. Zumindest die Stephanie, wie ich kenne. Aber das tut jetzt hier nichts zu machen. Ich will auch niemanden jetzt hier irgendwie, ne? Kränken. Weil ich nicht gesagt habe, dass sie so aussieht. So ähnlich. Und ich bezweifle, dass sie ein Drache ist. Also will mir dann auf jeden Fall zu denken geben. Ja, sing du mal. Sing du nur, ich singe zurück. Oh ne, ich der schon wieder mal. Nein. Oh, schluck auf. Ey, wenn ich dich schon sehe, dann krieg ich das ganz kotzen so. Oh. Na, wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Ich soll für die Zauberin diese Plattform. Ja, weißt du was? Ist mir egal. Ich will deine eklige Stimme nicht hören. Der höre ich lieber Tante hier vorne beim Singen zu. Denk dran, dass du am längsten gleitest, wenn du ganz oben im Sprung. Ah, okay.
Habe ich gelernt jetzt. Yeah. Und weg, weg, weg. Weg, weg. Oh, Leben. Sehr schön. Und ein Bonuslevel. Oh, du hast die Plattformen aktiviert? Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Vielleicht. Aber es ist Fluffy. Fluffy mag ich. Ist ein schöner Name. Die Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Okay. Henry. Und fliegt auch durch. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich habe echt keine Ahnung. So überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Okay. Frage, Bonuslevel oder Wirbel? Komm, wir gehen ins Bonuslevel, weil dann können wir danach direkt den Wirbel machen. Cumulus. Erloschen. Mit unserem Lava-Fusionskessel und drei Sonnensamen könnten wir eine neue machen. Aber sie brennen aus, bevor sie im Topf sind. Tritt auf den Schalter für einen frischen Sonnensamen und erhitze ihn mit Flammen, bis er im Topf ist. Kurz gucken. Erstmal sammeln. Also erhitzen, bis er links ist. Okay. Aber natürlich lassen wir uns hier wen auch nicht entgehen. So, dann waren wir jetzt hier unten gewesen. Gucken wir einmal oben. Okay, hier ist nichts. Das ist schon mal sehr schön. Hier das Hühnchen. Okay, das scheint wohl ziemlich einfach zu sein. Wuhu! Ah, da ist der nächste. Ah, okay, der will hier hoch. Ah. Also der Sonnenbrille ist schon irgendwie cool, dass die Sonne die Sonnenbrille trägt. Ach, und er nimmt den ganz weiten Weg. Oh, die werden ja kleiner. Ja, geschafft. Okay. Letzten Sonnensamen als Souvenir. Die Sonne nenne ich Sunburn. Könnte ein Blindgänger sein. Oh, Sunburned. Wiedersehen, Sunburned. So. Dann kommt jetzt der Wirbel. Ich dachte, wir kommen hoch. Hä? Noch ein Bonuslevel oder was? Oh. Nett. Und wie kommen wir denn auf. Kommen wir dann auf die Dächer? Oh, es gibt auch wieder die Eierliebe. Ja.
Brian. Das war ich. Man hätte denken können, wir wären Zwillinge. So. Da. Wo ist noch irgendwo die noch? Ah. Das Adlerauge schlägt wieder zu. Ah, verdammt, zu kurz. Guck mal, so funktioniert das doch. Enden ist doch einer. Adlerauge, zack. So, er sah an. Okay. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke beim Morgengrauen. Aber diese schelmischen Geister verhindern, dass unsere Glocken läuten. Huch. Okay, alle erwischt. Wie ist er süß. Wie freut. Jake. Willst du das haben? Hallo. Was ist aus dem Glockenturm gefallen? Schön ist es auf der Welt zu sein. Und wir sind abgestürzt. Aber wie kommen wir? Kommen wir jetzt darauf? Kommen wir damit darauf? Nee, ne? Bezweifle ich. Also irgendwie muss es ja noch einen Weg nach oben geben. Ich glaube, das ist der Weg. Der hat beim letzten Mal nicht funktioniert, ne? Also, war nicht an. Ich glaube, das ist richtig. Also, wenn hier Juwelen liegen und Gegner sind, dann waren wir hier noch nicht. Das ist eine logische Schlussfolgerung, oder? Ich denke, die kann ich nicht so unterschreiben. Aha. Geld. Claire. Oh, da kann ich Regenbogen machen. Okay, Spark sagt da unten. Ey, was? Was? Alpha-Wand. Was? Doch. Egal, wir haben am Ende sowieso wieder 50 Leben oder sowas. Eins macht jetzt den Kuchen auch nicht fett. Spark sagt hier. Noch weiter da. Okay. Aha, ein einzelner. Spark sagt da. Wenn Spark das sagt, dann stimmt das. Ein Fünfer. Sehr schön. 100%. Wunderbar. So wollte ich das sehen. Wir können das Level verlassen. Ist doch viel einfacher als bei Ripto. So macht Spielen Spaß. Ich freue mich auf die Kleinigkeiten. Ne? Vor allem bei dem Spiel. Oh. Wenn ich dann denke, wie viele Stunden ich das schon verbracht habe in diesen Spielen. Außer den zweiten. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil es eine andere Welt war, dieses Avala, aber irgendwie war das nicht so mein Favorit unter den Teilen.
Boah, weil ich es so selten gespielt habe, ich weiß es nicht. Ja, ich würde mich auf jeden Fall an dieser Stelle ganz gerne bei euch bedanken, dass ihr hier zuschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir den so komischen Tiki-Typen da vorne helfen. Alter, bis zum nächsten Mal. Tschüss.